Moin und grüß Gott und herzlich willkommen im Landhaus Adler in Birkstadt, hier in der Region Kurfranken. Zu Füßen des Mains ist es wunderschön, herrlich, und ich bin hier bei herrlichen über 30 Grad gerade angekommen, deshalb ist das Rollo auch runter und das lassen wir auch unten, damit es hier nicht zu heiß wird im Zimmer. Ich bin gerade angekommen und zeige euch mal hier im Landhaus Adler in Birkstadt mein Zimmer Nummer 21 im Landhaus. Ein wunderschönes kleines Landhaus, ganz am Rande hinter dem eigentlichen Hotel. Komme hier rein zur Tür, Zimmer 21, wie gesagt, habe hier gleich zur Rechten den Schrank. Was haben wir da? Einen kleinen Safe. Ja, schöner Schrank, ein paar Decken, die werden wir jetzt bestimmt nicht brauchen bei diesen Temperaturen. Garderobe und Kofferablage. Meine Deutertaschen haben sich da schon mal ausgebreitet. Dann haben wir hier die Minibar mit Wasser, das wir brauchen werden, und Bier. Ah, der kleine Flatscreen. Ein kleines Schreibtischchen mit Telefon, zwei kleine Couchen, Sessel vielmehr. Und ein genügend großes Bett. Was braucht man mehr? Das Ganze unterm Dach sozusagen. Und dann geht es hier raus. Und nein, das öffne ich jetzt nicht. Nicht bei diesen Temperaturen. Außerdem muss ich gleich zum Mittagessen. Ja, das ist doch soweit okay. Dann schauen wir schnell ins Bad rein. Die Toilette, Waschbecken, Spiegel. Hallo, da bin ich, genau. Föhn. Da hinten sind die ganzen Badezubehör, sehr schön, alles da, was man braucht. Und die Dusche, ja, das ist doch, die Seife ist auch da, genauso wie eine Seife direkt am Waschbecken ist, in den Nachfüllpacks. Alles bestens, alles vorhanden. Ja, dann freuen wir uns doch auf 2 Tage hier. So, und jetzt gehen wir mal vom Landhaus zum Hotel rüber, zum Mittagessen. Ich nehme euch mal mit. Das ist nämlich ein sehr schöner Weg hier rüber. Das hier ist das Landhausfoyer sozusagen, die Lobby. Eingangsbereich müssen wir hier runtergehen. Sehr schön gemacht, ein ganz neues Häuschen. Oder ist das Häuschen schon alt und modernisiert? Werde ich gleich mal fragen. Bin ja gerade erst angekommen. Dann gehen wir hier raus und kommen hier sozusagen den Weg über den Parkplatz, und vor uns ist das Landhaus. Hier stehen ein paar Autos. Die Gegend ist vom Wein sozusagen wunderschön beeinflusst. Das sind die paar Meter hier rüber. Kann man wunderschön nutzen für Partys auch, dieses Gebiet. Dann kommen wir hier rein. Sehr schöner Garten. Durch die Tür durch. Hier geht es auch noch mal zu Zimmern hoch. Da gibt es auch noch ein paar Zimmer. Und dann sind wir schon beim Restaurantbereich. Und jetzt gibt es Mittagessen.